Hallöchen, einen wunderschönen Abend wünschen wir dir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, jetzt sind wir schon bei Tag 3 angekommen. Und diesen Abend widmen wir ganz unserem Herzen. Ich bin mir sicher, dass du schon gesehen hast, um was es heute gehen wird. Diese Meditation ist der Heilung deines Herzens gewidmet. Der Heilung deines gebrochenen Herzens gewidmet. Ich kann nicht viele Dinge mit absoluter Gewissheit sagen, aber eins kann ich mit absoluter Gewissheit sagen. Jeder von uns hat ein gebrochenes Herz, oder? Irgendwo auf unserem Lebensweg wurde unser Herz zerschmettert. Und für die meisten von uns ist es nicht bei einem Mal geblieben. Es gab diese großen Enttäuschungsmomente. Es gab aber auch vielleicht einfach nur kleine Momente der Ablehnung, die trotzdem richtig tief gesessen haben. Und unser Herz heilt vielleicht immer noch von diesen Dingen, obwohl es schon Jahre zurückgeht. Als ich die Ankündigung geteilt habe, zu dieser Meditation habe ich ganz viele Nachrichten von Menschen erreicht, die gesagt haben, genau das brauche ich jetzt. Auf der einen Seite ist es unser gebrochenes Herz, aber auf der anderen Seite brechen wir ja auch ganz oft Herzen, ohne dass wir es wollen, oder? Dieses Feld ist so aufgeladen, dieses Feld des Herzschmerzes, und daraus resultierend alle unsere Annahmen über Liebe, über die anderen, über uns selbst. Das wollen wir heute alles mal in Frage stellen. Und wenn du es dir selbst erlaubst, auch dieses Feld verlassen, sodass wir ein neues Kapitel schreiben können in unserem Leben. Ja. Dann würde ich sagen, so wie immer, let's jump in. Deine Füße fest am Boden. Ein paar tiefe Atemzüge. Deine Augen noch für einen Moment offen. Zu uns blicken, wenn du kannst. Und dir vorstellen, dass du diesen Raum, den wir gerade aufbauen, für dich so einnimmst. Dass du ihn für dich so einkapselst. Dass du ihn für dich so energetisch hältst. Und dir vorstellst, dass dieser eine Moment jetzt, auch wenn es komisch klingt, der wichtigste Moment deines Lebens ist für jetzt. So dass du dir die Chance ergreifst, dein Herz ein Stück weit zu befreien. Ein Stück weit von dem Feld all der gebrochenen Herzen zu befreien. Von all den Menschen, deren Herz zerbrochen ist. All die Splitter. All die Scherben. Und während du meine Stimme hörst, nimmst du einen tiefen Atemzug über die Nase. Und atmest über den Mund aus. Wieder über die Nase ein. Und etwas fest über den Mund aus. Und schließ deine Augen. Du hörst die Frequenzen, du hörst meine Stimme. Und du weißt es genauso gut wie ich. Unser Herz ist verwundet, aus welchen Gründen oder Tatsachen auch immer. Dein Herz ist so oft gebrochen, so oft gefallen, dass du vielleicht gar nicht mehr weißt, wie du es zusammenflicken kannst. Und wir alle kennen die Versuche, immer wieder unser Herz zu heilen. Die Versuche, unsere Wunden zu verstecken. Die Versuche, unseren Schmerz unten zu halten.
und du rollst deine Augen leicht nach oben. Blickst du leicht nach oben und du sagst, auch wenn ich nicht weiß wen, gehe ich heute ein Experiment ein. Ich probiere aus, für einen Moment mich zu lösen von dem energetischen Feld, von dem karmischen Feld aller gebrochenen Herzen, weil ich weiß, dass dieses Feld mich einsaugt und mich festhält. Ich erlaube mir, mich für einen Moment zu distanzieren, auszubrechen aus dem energetischen Feld aller gebrochenen Herzen dieser Welt. Tief einatmen, atme aus, Augen entspannen und die Hände wieder so leicht nach oben nehmen, so als könntest du unter den Handflächen etwas halten. Und du stellst dir vor, dass du mit deinen Händen eine riesengroße Landkarte aufklappst, so ausrollst. Jetzt. Vielleicht die größte Landkarte, die du jemals gesehen hast. Und auch hier auf dieser Landkarte befindet sich metaphorisch gesehen dein gesamtes Leben. All die Felder deiner Ahnen, deine Vorfahren. Vielleicht zeigt sich sogar deine Zukunft ab. Auf dieser Landkarte befindet sich dein Leben in Bildern, in Orten, gespeichert, niedergeschrieben, vielleicht gezeichnet, gemalt. Und du schreibst so leicht drüber und stell dir vor, du gehst auch über diese Landkarte. Und du hast dich bereits unbewusst damit verbunden, dass das Feld all der gebrochenen Herzen dieser Erde heute aufleuchten darf. Dieser magnetische Sog zu all den gebrochenen Herzen auf dieser Welt. All den gebrochenen Kinderherzen dieser Welt. Und ich meine, jeder Mensch, jedes Herz auf dieser Erde wurde hundertfach gebrochen, oder? Wissentlich oder unwissentlich, bewusst oder unbewusst. Und es ist wie, als würdest du die Scherben, die Splitter, das Glas von all den gebrochenen Herzen fühlen können. Während du dich auf dieser Landkarte bewegst, gehst du auf all den Splittern der Herzen. Auf all den Herzen, die gebrochen worden sind durch Enttäuschung, durch Lügengeschichten. Du gehst über die Splitter von all den Herzen, die gebrochen wurden, durch Hinterhalt, durch ich bin verlassen worden. Du gehst über all die Splitter von Ablehnung. Ja, du spürst es, ich weiß, dass du spüren kannst. Du gehst über all die Splitter von ich wurde belächelt, ich wurde nicht ernst genommen. Du gehst durch über all die Splitter der gebrochenen Herzen von ich wurde übergangen, übersehen, überhört. Du gehst über den Splitter von Vertrauensbruch. Du gehst über die Splitter von all den Menschen, die ein Vorbild hatten und dieses Vorbild hat sie enttäuscht. Dieses Vorbild hat plötzlich von heute auf morgen ihr wahres Gesicht gezeigt. Und das hat so weh getan. Und du gehst über all die Splitter. Jedes Mal, wenn dein Herz zerbrochen wurde, spiel mit, tu so als ob. Und gleichzeitig spürst du auch all die Splitter von all den Menschen, die du kennst, deren Herz zerbrochen hat. Und auch sie versuchen jeden Tag auf ihre eigene Art und Weise ihr
ihr Herz wieder irgendwie zusammenzuflecken. Und du gehst auch über ihre Splitter. Und du merkst, die ganze Welt, die ist voller Herzenssplitter. Kannst du es spüren? Kannst du es fühlen? Du weißt, wir alle laufen auf Glas, oder? Wir alle sind so zerbrechlich. Und wir alle wurden 100-mal, 100-fach zerbrochen. Und du sagst jetzt laut: Ich glaube und ich erkenne es als meine Wahrheit an, dass ich mich vor Menschen und dem Leben schützen muss. Sprich weiter, dass Menschen mich verletzen, wenn ich mich öffne. Dass man niemandem trauen kann. Dass ich Stärke vorspielen muss, obwohl ich eigentlich schwach bin. Dass ich meine Wunden verstecken muss. Dass ich zu schwach für die Liebe bin. Dass Liebe mich zerstören kann. Dass ich Liebe nicht mehr zulassen darf. Dass Liebe nicht für die Ewigkeit ist. Dass ich Liebe nicht verdient habe. Dass man mich nicht lieben kann. Dass ich nicht liebenswert bin. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, glücklich zu sein. Tief einatmen. Ausatmen. Spür all die Sätze, die so schmerzhaft sind, aber in deinen Ohren, in deinem Herzen klingen. Von all den Menschen, die nicht mehr an Liebe glauben. Und du spürst jetzt den Sog von diesem karmischen Feld. Denn all diese Überzeugungen wurden lauter durch all diesen Herzbruch. Du hörst die Stimme. Und vielleicht gibt es auch einen Teil, der exakt die Sätze, die du gerade ausgesprochen hast, glaubt. Kannst du es fühlen? Nimm mir deinen tiefen Atemzug. Atme aus. Kannst du es fühlen? Diesen Teil in dir, der an all diese Dinge glaubt. Ich bin mir sicher, du kannst es. Aber es gibt auch noch andere Teile in dir. Und genau jetzt verbinden wir uns mit dem Teil in dir, der jenseits deines Herzschmerzes zu Hause ist. Und dafür möchte ich dich bitten, ganz sanft mit beiden Händen deine Fingerspitzen auf der Mitte deines Brustbeins abzulegen und Verbindung aufzubauen zum energetischen Herz, dein Herzchakra. Und spüren, wie jetzt eine goldene Energie in deine Finger hineinströmt, Hände und in deine Arme bis in die Schultern. Und falls du kannst und der Raum ist, dir ermöglicht, öffnest du jetzt die Arme seitlich auf Schulterhöhe, dehnst deine Arme aus, streckst sie links und rechts weit nach außen, hebst den Kopf etwas an, während die Augen geschlossen bleiben, und du stellst dir vor, dass du auf einem Schiff stehst. Ich weiß, es mag jetzt kitschig klingen, es geht gar nicht um den Film Titanic, aber vielleicht erinnerst du dich an Rose, wie sie dort steht, umarmt von der Liebe ihres Lebens, am Bug dieses Schiffes und spürt die Weite, spürt. Und der Ozean steht jetzt hier symbolisch für die Liebe, die universell da ist. Die Arme langsam senken und führe die Fingerspitzen wieder zurück zu deinem Herzen und stell dir vor, dass dieses Schiff eingehüllt ist in einen dichten Nebel. Das
ist dieses kollektive Feld der gebrochenen Herzen. Dieses Feld nährt unsere Suche, unsere Sucht nach Leiden. Unsere Suche danach, uns irgendwo verstecken zu können vor der Liebe, sodass sie uns nicht findet, doch du weißt, Liebe wird dich finden. Das ist eine Tatsache. Verbunden mit deinem Herzen entfaltet sich jetzt diese goldene Energie noch weiter in deinem ganzen Körper. Und irgendwo in deinem Körper ist das Echo gespeichert, energetisch gesehen, von einem ganz großen Herzschmerz, von einem Bruch in deinem Herzen. Wo spürst du dieses Echo in deinem Körper? Wo auch immer es ist, diese goldene Energie wird jetzt dorthin gelenkt. Und es baut sich ein Raum der Heilung auf. In jeder Zelle, in deinem gesamten Körper und um deinen Körper herum. Du beginnst zu leuchten. Und du siehst wieder, wie Rose da steht, weiß, dass diese Liebe unmöglich ist, weiß, dass für sie verletzt zu werden und abgelehnt zu werden sicher ist, wenn sie diese Liebe weiterverfolgt, doch sie öffnet trotzdem die Arme. Denn wer weiß das denn schon, vielleicht ist dieser Nebel doch nicht so dicht, wie wir glauben. Vielleicht sind Menschen da draußen doch nicht so böse, wie wir glauben. Vielleicht sind die Menschen, die dich und mich verletzt haben, einfach auch nur verletzt gewesen, überfragt gewesen. Vielleicht war es nie ihre Intention, dir weh zu tun, aber sie konnten es nicht besser. Sie wussten es nicht anders. Atme in dein Herz. Lass das goldene Licht direkt aus deinem Herzen größer werden. Weiter. Und den Nebel lichten. Und sprich zu dir selbst. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ob Liebe wirklich so ist? Ob Liebe wirklich so ist? Wie ich sie erlebt habe? Wie ich sie erlebt habe? Wie ich sie verstanden habe? Wie ich sie verstanden. Ist das Liebe gewesen? Ist das Liebe gewesen? Heute wage ich diesen Schritt. Heute wage ich diesen Schritt. Liebe neu kennenzulernen. Liebe neu kennenzulernen. Danke. Danke. Atme tiefer ein. Löse deine Hände. Und du merkst, wie du auf diesem Schiff stehst. Du spürst deinen Körper und fühlst, dass das Ganze irgendwas mit dir gemacht hat. Auf diesem Schiff bist du sicher. Auf diesem Schiff wirst du getragen. Dieses Schiff ist dein ultimativer Schutz. Meine Frage ist an dich. Brauchst du diesen Schutz noch? Brauchst du dieses Schiff, das kollektiv für das Feld all der gebrochenen Herzen steht, immer noch? Denn das, was all die gebrochenen Herzen auf dieser Erde gemeinsam haben, diese Menschen schreien, rufen nach, schütz mich. Ich habe Angst vorm Leben. Ich will nie wieder verletzt werden. Ich will mich dem Leben nicht mehr hingeben. Ich habe keinen Bock mehr auf Wunden. Ich kann nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben. Liebe ist nichts für mich. Und ich weiß, wir haben es alle schon mal gesagt, alle schon mal gedacht und auch alle schon mal gefühlt. Aber du weißt,
Dein Leben ist zu kurz, um dein gesamtes Leben auf diesem Schiff zu verbringen. Dieser Ozean ist da, damit du dein Leben lebst. Und vielleicht musst du in diesem Moment akzeptieren und sehen, dass, damit dein Herz wirklich heilen kann, den letzten Schritt der Heilung eingeht, dass du dieses Schiff verlassen musst. Erst wenn du auf das Leben zugehst, erst wenn du in das Leben hineinläufst, öffnen sich Türen, an die du niemals gedacht hättest. Also sprich gemeinsam mit uns. Ich glaube daran und ich erkenne es als meine Wahrheit an, dass Liebe eine neue Chance verdient hat. Dass ich niemals aufgebe, an Liebe festzuhalten. Dass Liebe mich heilen kann. Dass ich schwach sein darf. Ich glaube daran und ich erkenne es als meine Wahrheit an. Dass ich meine Wunden nicht verstecken muss. Ich glaube daran, dass ich Liebe verdient habe. Ich glaube daran und ich erkenne es als meine Wahrheit an, dass ich offen sein kann, alten Schutz loslassen kann und das Leben wieder reinlassen kann. Ich glaube daran, dass ich lieben kann, dass ich liebenswert bin, dass ich Liebe bin. Ich glaube daran, dass das Leben mich immer auffangen wird, wenn ich wirklich springe. Wenn ich wirklich springe. Wenn ich wirklich springe. Wenn ich wirklich springe. Und dann springe. Herz. Und schwimm. Spür das Wasser, spür das Leben, spür deine offenen Wunden, die in diesem Wasser vielleicht noch etwas lauter werden. Aber du schwimmst. Und du verlässt das sichere Schiff. Schwimm. Und die Sätze von ich glaube daran und ich erkenne es als meine Wahrheit an, dass ich Liebe verdient habe, dass ich Liebe eine neue Chance gebe. Dass ich hier bin, um zu lieben, dass ich hier bin, um geliebt zu werden, dass ich hier bin, um geheilt zu werden, dass ich hier bin, um auf das Leben zuzulaufen. Dass ich eine Chance verdient habe, immer und immer wieder. Dass ich hier bin, um wieder aufzustehen. Dass ich hier bin, um zu lieben. All das klingt durch deinen Körper hindurch und du schwimmst. Während du dein Herz hörst, während du dein Herz spürst und beide Hände auf dein Herz legst, dein Herzschlag führst und diesen Antrieb von der Mitte deines Brustkorbs fühlst und durch diesen Ozean hindurch schwimmst. Schneller. Und noch schneller. Und auch wenn das kitschig klingt, vielleicht bekommst du Unterstützung von ein paar Delfinen. Schwimmen. Durch das Leben hindurch. Ich weiß, du bist verwundet. Und ich weiß, du hast Angst. Aber du schwimmst trotzdem. Oder genau deswegen. Schwimm. Und während du so zurückblickst, siehst du das Schiff, das immer weiter weggeht. Und es ist okay. Auf eigenen Beinen zu stehen. Auf deinem eigenen Herzen zu stehen. Denn es wird dich tragen. Noch schneller. Yes. Noch 10. 9. Hör den Sound. 8. 7. 6. Ich glaube daran, dass Liebe eine Chance verdient hat. 6. Dass ich niemals aufgebe, an Liebe festzuhalten. 5. Dass Liebe mich tragen wird.
viel, dass mein Herz heilen kann. Dass ich dieses Leben verdient habe. Dass ich Erfüllung verdient habe. Dass ich Glück verdient habe. Dass ich Gesundheit verdient habe. 4. Try. Dass ich Lebendigkeit verdient habe. 2. Tief einatmen. Aus. Die Sonne geht auf. Und du fühlst mit deinen Füßen Land. Angekommen. Und das Wort ankommen klingt durch jede Zelle deines Körpers hindurch. Ankommen. Das Gefühl zu haben, ich bin gerade nach Hause gekommen. Und dann blick zurück aufs Meer. Und durch das Sonnenlicht spiegeln sich all die Wunden. Dein gesamtes Leben im Wasser wieder. All die Momente der Verletzung. All die Momente der Zweifel. All die Momente von jedem einzelnen Herzbruch. Und vor allem spiegeln sich im Meer all die Momente wieder, wo du wissentlich oder unwissentlich das Herz anderer gebrochen hast. Und du fühlst es. Und du spürst es. Und egal wie oft uns Menschen das Herz gebrochen wurde, egal wie oft du Herzen gebrochen hast, es macht keinen Sinn, dich zurückzuziehen. Es macht keinen Sinn, dich in das Feld all der gebrochenen Herzen anzulehnen, weil du dich dann sicher fühlst. Denn wenn wir alle gebrochene Herzen haben, dann spürst du dich vielleicht verbunden mit uns. Ich sage das ganz bewusst, du musst das Risiko der Heilung eingehen. Du musst. Du musst. Das bist du deinem Herzen schuldig. Niemanden da draußen, du bist es nur deinem Herzen schuldig. Der Teil, der jeden Tag über 100.000 Mal für dich bebt und schlägt. Du bist es deinem Herzen schuldig. Nutz diese Wörter, diese Sätze als Antrieb. Und dann leg deine Handflächen so leicht nach oben, wie als könntest du etwas in deinen Händen halten. Und dann öffne sanft deine Augen. Blick wieder auf die Landkarte. Und du siehst all die Scherben, all die Splitter. Und das ist okay. Wenn du sie siehst, sagst du zum Abschluss: Ich verlasse dieses Feld jetzt. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich mich auf den Weg mache, zu heilen, zu lieben. Und ich werde all das, was ich dort gewinne, was ich dort erhalte, zurückführen. In all die gebrochenen Herzen aller Menschen. Senden. Und das mache ich automatisch. Wenn ich mein Herz heile, trage ich dazu bei, die Welt ein Stück weit zu heilen. Tief einatmen. Ausatmen, die Hände fallen lassen und für einen Moment nachspüren. Spür, wie du dein Herz aufgemacht hast. Und in diesem Moment sogar annimmst, ein Vorbild zu sein. Für all die Menschen, die immer noch an einem gebrochenen Herzen leiden. Vorauszulaufen, vorauszuschwimmen. Und dich selbst freizumachen.
und immer wieder erneut, egal wie oft du zerbrichst, an Liebe zu glauben. Und niemals aufzuhören. An dich selbst zu glauben. Tief einatmen. Aus. Weck dich auf. Atme tiefer in deinen Körper. Dich vielleicht ein bisschen ausschütteln. Und sobald du ready bist, deine Augen wieder öffnen. Somit haben wir die Titanic verlassen, bevor sie gesunken ist, oder? Stimmt. Ja. Sind freiwillig von vor Bord. Oder wie sagt man da? Jump. So schön, was ihr schreibt. Bin ein bisschen overwhelmed. Das sagt man auf Englisch. Ein bisschen, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber heute wurde mir richtig warm, ne? Nur zur Information. Das ist ganz was Neues. Ja, mein ganzer Rücken ist nass. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber es ist Abend für Abend so intensiv mit euch. Also wirklich, ich habe das bei keiner Challenge so krass empfunden wie bei dieser. Weiß nicht, woran das liegt. Also wir sind immer passionate und immer dabei. Hier lese ich gerade, auch wenn das jetzt kitschig klingt, das war die kraftvollste Meditation, die ich je gemacht habe. Wow, danke. Ich finde es so schön, wie viel Wertschätzung von eurer Seite uns erreicht. Wirklich danke, das bedeutet uns die Welt.